Rock Classics. Rock Classics. Die besten Rocksongs aller Zeiten. Die besten Rocksongs aller Zeiten. Mit Michael Herrmann. Mit Michael Herrmann. Nur hier auf Radio Gifeln. Eurem Lokalradio aus Dillingen. 20 Uhr und 2 Minuten. Wir starten in die zweite Stunde der Rock Classics am Samstagabend hier bei Radio Gifeln, eurem Lokalradio aus Dillingen. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Tina Gebhardt von Tortuga. Erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, was, wer du bist, und dann kommen wir einfach zur Band. Ja, mein Name ist Tina. Man kennt mich auf der Bühne unter dem Namen Captain Mary Reed. Was kann der Hörer sich denn genau unter Heavy and Roll vorstellen? Ja, das ist so ein guter Mix aus Hardrock aus den 80ern, ein bisschen Heavy Metal und manchmal auch ein bisschen Folk. Du hast ja einiges an Musik mitgebracht, auch von euch selbst. Wir haben jetzt mal einen Song rausgesucht, der stammt vom ersten Album. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Ja, das ist eigentlich immer unser Opener auf der Bühne. Er stammt aus unserem Album Pirate's Pride und heißt Ready for Boarding. Die Tina Gebhardt ist weiterhin bei mir im Studio zu Gast von der Band Tortuga. Wo kann man euch denn überall hören? In erster Linie auf www.tortuga-band.de. Dort könnt ihr euch kostenlos unser komplettes Album, alle drei Alben runterladen, Videos anschauen, was ihr möchtet. Aber unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal. Auf Facebook sind wir vertreten, Instagram und Twitter. Radio Gifeln. Den Sound im Saarland machen wir. Den Sound im Saarland machen wir. Du, Meng, ich weiß, du hast heute Besuch. Liebe Grüße an die Tina von Tortuga. 2021 sollt ihr ja bei der FARC sein. Ich hoffe, das klappt. Meine Kati liebt die FARC. Vielleicht sieht man sich dann mal. Wir sind ja im Moment alle so ein bisschen durch Corona eingeschränkt und können nicht so das tun, was wir normal tun würden. Jetzt hast du vorhin noch erwähnt, ihr habt noch eine T-Shirt-Aktion im Moment gestartet. Was hat es damit auf sich? Unsere T-Shirt-Aktion besteht darin, dass wir jetzt unsere zweiten T-Shirts produzieren lassen wollen würden. Ja. Allerdings wir dafür 50 Vorbestellungen bräuchten, damit wir das bezahlen können. Gut, dann fahren wir jetzt mal den Song ab und den darfst du dann jetzt auch nochmal ankündigen. Ja, ihr hört jetzt von unserem Album Tortuga for Kids die wilde Wanda und ihre Crew auf Radio Gifeln. Genau, so Tina, wir haben ja vor Aerosmith einen eurer Songs gehört aus dem ersten Album, einmal das For Kids, jetzt habt ihr ja für 2020 auch noch ein bisschen was geplant, wie weit seid ihr denn da? Ja, also wir waren 2020 im Sommer im Studio und haben fleißig aufgenommen und jetzt 2021 soll das nächste Album kommen, es wird heißen The Flying Dutchman und wir suchen noch den passenden Zeitpunkt, weil wir wollen es ja auch releasen und wir wollen, dass die Leute uns auch dabei sehen. Es wäre schön, wenn es dann wieder möglich wäre, irgendwo auch live zu spielen, ne? Wie seid ihr überhaupt zu diesen Covers gekommen? Die Idee ist eigentlich, alles, was wir berühren, wird Pirat. Also Michael, wenn ich dich jetzt berühre, ja, wirst du Pirat. Okay. Aber ich darf das ja nicht. Also ja, hast du mal Glück gehabt. Na, dank Corona sei Dank. Ne? Radio Gifeln. Den Sound im Saarland machen wir. Den Sound im Saarland machen wir. Und wir haben 9:55. Die Tina wird uns jetzt gleich verlassen. Du wolltest aber noch ein paar Grüße loswerden. Ja, zum einen wollte ich dir mal vielen, vielen Dank sagen, dass ich heute überhaupt hier sein durfte. Sehr gerne, hat mich gefreut. War sehr cool. Ja, und ich grüße meine Band natürlich, die schon brav auf mich warten, bei Skype natürlich. Achso, Tortuga, Tortuga, Tortuga. Ja, genau. Die Brimspiraten, unsere Crew und alle Hörer natürlich von Radio Gifeln. Ja, das freut mich. Gut, Tina, dann danke ich dir auch, dass du da warst. War, wie gesagt, sehr schön, hat Spaß gemacht und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Achso, und wir haben ja noch einen Song, den darfst du noch kurz, den spielen wir noch von dem Album, dem zweiten Album von euch. Genau. Den kannst du dann gerne auch gerade noch ankündigen. Ja, okay. Also, ihr hört unseren letzten Song für heute Abend von dem Album When the Shit Hits the Fan. Er heißt Tortuga Inn auf Radio Gifeln. Okay, tschüss. Viel Spaß. Dancing and drinking. In Tortuga.